Und dabei, Genossinnen und Genossen, müssen wir wissen, dass die Sozialisierung in Deutschland und in der Hand von Vertretern der deutschen arbeitenden Bevölkerung die beste Garantie des europäischen Friedens ist, die es überhaupt gibt. Mit Westdeutschland geht es wirtschaftlich stetig weiter aufwärts. Dafür ist neben der Anschubhilfe durch den Marshallplan vor allem ein Mann verantwortlich, Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard. Am 9. Februar 1950 äußert sich der Vater der sozialen Marktwirtschaft zur wirtschaftlichen Lage Deutschlands. Soziale Marktwirtschaft heißt ich das, wenn die Wirtschaftspolitik dafür Sorge trägt und alle Anstrengungen unternimmt, um durch eine Verbesserung der Leistung, durch eine Senkung der Preise und durch eine Erhöhung des Nominallohns und Reallohns die Lebenshaltung unseres Volkes und der breiten Masse unseres Volkes fortlaufend zu verbessern. Dass dieser Zustand nicht befohlen werden kann, das hat uns die Planwirtschaft gezeigt. Dass dieser Zustand einen dynamischen, unendlichen Prozess darstellt, bedarf auch keiner Begründung. Ich habe wiederholt ausgeführt, dass wir uns bewusst sind, auch in der Regierung, dass der derzeitige Zustand bei allem, was er an Erfolg schon gebracht hat, durchaus noch nicht in voll befriedigend sei. Am 15. Juni tritt die Bundesrepublik dem Europarat bei, gegen die Stimmen von SPD, KPD, Zentrum, der Sozialistischen Reichspartei und Teilen der Bayernpartei. Dem Entschluss ist eine lange innenpolitische Auseinandersetzung vorausgegangen. Zwar beurteilen Regierung und Opposition den Beitritt als wichtigen Schritt zur europäischen Integration, jedoch gibt es erhebliche Meinungsunterschiede über die Voraussetzungen. Besonders umstritten ist der gleichzeitige Beitritt des Saargebiets zum Europarat.